Zanettis Geheimnis würde ich gerne wissen, wieso der seit 30 Jahren gleich aussieht. Das ist unfassbar. Ja, und vor allen Dingen immer das gleiche Gewicht hat. Und gleiche Frisur. Ja. Das ist echt gut. Kurzes Bild war da. Wir haben Conte gesehen, wir haben Ancelotti gesehen. Also es gibt auch 5 Trainer verteilt auf die beiden Teams. Und da ist Roberto Baggio, den hätte ich gerne gesehen. Ich auch. Ehrlich gesagt. Ich auch. Also nicht in Zivil. Ich auch. Wenn du mich fragst nach meinem All-Time-Favorite, dann ist es wahrscheinlich Roberto Baggio. Ja. Ja. Also, es geht los. Blau gegen Weiß. Das Stadion, ich schätze mal, mit 35.000 Zuschauern gefüllt, vielleicht mehr. Kann man im Moment nicht so gut ausmachen. Andrei Schewtschenko mit der 7. Es sieht nach einem 4-3-3 aus, wenn wir mal gleich in die taktische Analyse gehen. So, blau. Und das ist Serginho. Ui, der war nicht schlecht und das muss das 1-0 sein. Ui, keine Minute gespielt. Sheva. Was für ein Stürmer. Ja. Also der Treffer fiel jetzt ziemlich leicht, muss ich sagen. Schewtschenko, der Liebling überhaupt von Berlusconi. Ja, großartiger Stürmer, großartiger Stürmer. Auch die Champions League geholt und was für ein Spieler, mein Gott. Hier haben wir nochmal. Auf Cassano bin ich wirklich gespannt, weil er wirklich nochmal vor wenigen Wochen anfing und er denkt doch nochmal drüber nach, nochmal anzufangen. Also da muss er aber mal richtig einen raushauen heute. Ja. Da ist Cafu. Nächste Flanke und nächstes Tor. Oh, das geht aber ganz leicht jetzt. Serginho war's. Haben die Weißen eigentlich schon mal den Ball gehabt? Lampard und Co. Schönes Ding von Quagliarella. 2-0. Quagliarella war's, ja. Oder hat Abseits gegeben? Auch ein Edeltechniker. Ja. Ja, ja. Etwas mehr als 120 Spiele für Milan, 4 Tore. Damit ist alles gesagt. Ja. Also ein Zehner, der das Tor praktisch verweigert hat, das Tore schießen. Er suchte immer seinen Mitspieler, sagen wir es mal so. Ja, ja, ja. Altruistisch bis zum Letzten. Auch Alexandre Pato bei dem Weißen hier über rechts offensiv. Also spielt ja auch aktiv noch mit Anthony Modest gemeinsam in China. Genau, der ist aus China gekommen. Ja, auch. Hat man auch irgendwie immer so gedacht, okay, jetzt wird es zum Weltstar, jetzt wird es reichen, aber so richtig explodiert ist er nie. Das ist total schade. Viel Verletzungspech. So, jetzt kommt ein Abschluss. Ja. Ja, lacht er. Ja, aus der Zona del Piero von Del Piero. Genau das. Ja. Kein Freistoß, aber genau diese Position, die er so geliebt hat. Des Hauses bei Del Piero. Jetzt kommt Cassano. Cassano hebt ihn drüber. Der hebt ihn drüber, der hebt ihn drüber. Oh, den macht er sehr schön. Quagliarella. Ja. Ja. Ja, der ist in Fahrt. Ne? Der hat ja schon 19 Saisontore gemacht dieses Jahr. Der macht einfach weiter. Ja. Macht er super. Ja, mit viel Gefühl. Quagliarella. Neapolitaner, darf man das sagen, wie deine Mutter? Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Der Cassano. Ui. Zambrotta. Auf einer, den Trapattoni geliebt hat, weil er eben genauso gespielt hat. Ja. Sehr fleißig. Ja. Bei Milan, bei Juve, bei Barcelona, auch nur Top-Mannschaften. Ja, gute Idee. Del Piero. Und Pierre Bobo Vieri. Christian Vieri. Ja, erster Ballkontakt. Ich hau das Ding drauf. Ja, bitte keine weiteren Fragen. Ja, auch unfassbar geil auf das Tor immer gewesen.
toller Stürmer. Seine Freistöße heißen in Italien La Maledetta, ja, weil er immer gefährlich ist. Die Situation ist jetzt nicht ganz so, aber es ist die Schusstechnik, die wir kennen. Du musst den Ball mit Vollspann knapp unterhalb des Ventils treffen. Und er meinte so, als wenn man den Ball ohrfeigen wollte. Also das ist so die Erklärung für ihn, wie er sich das denkt. Beziehungsweise wie er es auch studiert hat. Also Juninho, ganz deutlich sein Vorbild. Pato. Ja. Jameson. Alexandre Pato. Der hat ja auch ein besonderes Verhältnis zu Berlusconi. Ja, du spielst auf seine Tochter an. Ja, natürlich. Ich wusste, dass du das weißt. Wie ist das genau nochmal gewesen? Er war zusammen mit der Tochter des damaligen Milan-Präsidenten. Und mit der Liebe ging auch praktisch, kam auch der Vereinswechsel sozusagen. Also er hat sich von ihr getrennt, dann ist nach China gegangen. Und hat leider also wirklich auch... Oh, das ist ein schöner Versuch. Ah, schade. Ja. Clarence Seedorf. Ja, da blenden sie dann auch gleich Ronaldo ein. Da muss Seedorf beißen und er hat gebissen. Clarence Seedorf. Ja, 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 also ich denke, ohne den FA Cup wäre es ohnehin nicht weitergegangen, aber selbst der FA Cup ist natürlich zu wenig. Und das war sehr schön gespielt. Cassano. Ja, so wie man ihn kennt, genau. Er möchte dann nochmal den ultimativen Trick. Auch den Keeper verarschen, sagen wir es mal auf Deutsch. Ja. Videobeweis, Walter. Videobeweis, das ist gut. Schön angenommen, Abschluss, Evchenko. Wow! Cassano. Ambrosini. Spielen also auch mit einer Geschwindigkeit, die man jetzt nicht zwingend hatte erwarten können, nee, also speziell da vorne. Ja, ist richtig. Also ich bin auch wirklich auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Also das sind ja nicht alle. Oh. Albertini. Demetrio Albertini. Das ist so eine Entscheidung, die kenne ich von zu Hause. Wenn dann die Frau sagt, nee, die musst du aber einladen, weil sonst sieht's doof aus. Hey, den hat die da eigentlich fantastisch gehalten. Ja. Und dann kommt Cassano. Großartig gehalten, wirklich. Ja. Tolle Reaktion. Da kriegt er noch einen dritten hinter. Ambrosini. Eine ganz besondere Art der Ehrerbietung. Der soll noch mit rein. Aber vielleicht kommt noch mal ein Freistoß à la Juninho. Nee, Vieri. Vieri. Ja, da macht er es doch. Großartig. Da hat er sein Tor. Ja. Tanti Auguri und Cassano, ja, die zwei passen super zusammen. Cassano jubelt mit. Ja. Schön gespielt von Andrea. Ja. Das brauchen wir sonst nicht übersetzen, ne? Nein. Ja. Sofort die Bobo Vieri-Sprechchöre. Ja. Seedorf, wunderbar. Cassano. Cafu. Hoppla! Oh, mein lieber Mann. Ja, das ist aber auch schon jetzt High-End, was wir hier sehen. Ja, großartig gemacht. Schön rausgespielt und wundervoller Abschluss von Cafu, der wirklich ein Wahnsinnsspiel macht. Cheva. Also die Löcher in der im Mittelfeld sind schon groß. Ja, die werden nicht kleiner. Cassano. Ja. Und da ist es. Cafu. Und das war auch richtig so. Absolut. Absolut verdientes Tor, vor allem von ihm.
bisher muss man sagen, der beste Mann auf dem Platz. Da gehört er hin. Da gehört er hin, ins lange Eck. Ich sage, aktiver Fußball ist durch, jetzt setze ich mich an den Schreibtisch. Also denen ist schon wichtig, dass man on fire bleibt. Riesenball. Pato, abseits. Oh. Hat aber ein zittriges Händchen gehabt, der Schiedsrichterassistent. Cassano. Ja, da sind sie zu zweit, Ambrosini. Ja, man hat das Gefühl bei den Weißen, dass sie nicht mit genug Leuten nach vorne kommen. Ne? Jetzt vielleicht mal leicht die Überzahl, wenn es schnell geht. Und Vieri. Pato! Ja. Guter Angriff. Sehr schönes Ding. Und auch stark von Vieri gelöst. 4-3. Bonucci. Nein, es war Del Piero, pardon. Herr Pato macht da keine Komplimente. Ja, Cassano, Shevchenko. Wow. Sedov. Ich glaube, da merkt man aber auch, die haben zusammengespielt. Ja. Also das ist jetzt... mein Eindruck, dass einige Sachen schon auch noch aus der Vergangenheit abgestimmt sind. Das oder man schaut zumindest und weiß, wie er läuft. Bin ich bei dir. Den, das hat er gesehen. Pippo, jetzt bist du weiß geworden, Junge. Jana ist auch einer von der Jugend, praktisch Brescia, die Jugendbekanntschaft von Andrea Pirlo. Leonardo. Wow. Riesenball. Guter Ball. Und das dürfte ein weiteres Tor sein. Ist es auch. Brocchi, Christian Brocchi. Normalerweise keiner, den man in 1:1 Situationen gesehen hat. Aber das war natürlich ein großartiger Pass. Und dann war er ganz schön schnell auf den Beinen. Bringt den Ball unter Kontrolle. Leonardo lässt ihn da auch machen. Ja. Klasse! Boah. Das war Frank Lampard. Wenn auch mit Handicap. Oh, das ist Freistoß. Ganz klar. Diese Aktion von Gattuso. An Ventola. Wow. Tempo ist ein bisschen geringer geworden. Ja, kann das sein. Riesenball. Oh ja. Oh. Wow. Ja, Pirlo hat im Moment keine Lust auf Ball, der wartet noch einen Augenblick. Und es ist viel da, um eine gute Mannschaft zu formen. Der erste Move, den er gebracht hat. Balotelli zurück. Balotelli ist zurück. Ist das so eine richtige Maßnahme? Ich glaube ja. Ich weiß, dass Mario einer ist, der auch Unruhe reinbringt und auch für Unruhe stiftet. Auch der passt jetzt nicht. Tevez. Der Seitenwechsel. Jetzt braucht Luca Toni den Ball. Ja. So was. So. Macht das oder macht das nicht? Na komm schon. Giovanni. Bitte. Ja. Einfach stark. Inzaghi war im Abseits, hast du es gesehen? Natürlich. Aber jetzt nicht Pippo. Mehr. Inzaghi. Super, ja. Pippo. Pippissimo.
Großartig, das Tor. Ja. Ein echtes Inzaghi-Tor. Typisch alla Romana. Ja, ein bisschen Arroganz, ein bisschen viel Arroganz ist dabei. Darf ich das so sagen? Ja, darfst du. Oder widersprichst du mir das? Nein. Hast du recht. Patri, abseits ja oder nein? Meinte ja, italienischer Stil eben. Ja. Der Stil er sei halt so. Er hat lange Haare, seitdem er denken kann. Gut, wahrscheinlich nicht seit Geburt, aber kurz danach. Und Pippo Inzaghi. Natürlich. Leonardo legt in den Ball wieder genau dahin, wo er ihn braucht. Also ist schon auch irre. Ja, du siehst ihn jahrzehntelang, so spielt er. Der kommt wieder, 45 Jahre alt, und es ist immer das Gleiche. Es geht immer genauso weiter. Ball in die Mitte, sucht Pippo und er guckt schon, er macht schon was draus. Oh, auch ein Riesenball. Auch nicht schlecht. Mit seinen Kameraden umzugehen, passt alles perfekt zusammen. Toller Abschied, genauso. Sich nicht im Vordergrund stellen. Tolle Persönlichkeit, wirklich. Man hat schon gesehen, dass er auch gerade mit den Tränen kämpfen musste, ne? Als er rausgelaufen ist und da die Jungs verabschiedet hat. Ich glaube, das nimmt ihn schon alles mit. Ohne Wenn und Aber bewegt ihn das. Abschiedsrunden von Del Piero damals erinnert, ne? Als er auch zeitlich vom Feld ging bei Juve und dann verabschiedet wurde. Aber die Zuckerpässe von Totti kommen alle noch an. Und da ist er! Da ist er! Hattrick! Yes! Ich sag's doch! Yes! Und ich sagte, der könnte auch noch spielen. Ja. Nimm ihn mit als Joker, steck ihn bei Milan rein, bring ihn in der 80. Er macht noch einen. Ja, und das gegen Buffon. Der kommt krasser rein. Ja, stimmt. Was für ein Empfang. Ja. Und jetzt sagt Buffon, ja, du könntest auch noch einen Vertrag von mir kriegen. Richtig. Bei Paris Saint-Germain. Er hat so ein bisschen ausgesehen wie im Sinne von, ich habe den nicht mit Absicht reingelassen. Ja, ne? Trotzdem musst du da erstmal zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Ach, diese Seitenwechsel. Ja. Capitano, wie du fehlst. Ihr seht's nicht, aber Giovanni weint neben mir. Nochmal. Ja. Ach, hör bitte auf. Ja. Stark. Ups, Camoranesi mit dem Knie. Ja, ist doch klar. Da ist er. Ist macht er wirklich? Ja. Glaube ich gar nicht. Ich aber. So ist Pippo Inzaghi.